Die könnten wir machen, theoretisch noch. Kleinrotsbande. Die könnten wir nochmal machen. Aber sonst wäre halt noch einfach erkunden, Fragezeichen alle abklappern, ne? Das hatten wir ja schon mal eine ganze Aufnahme lang gemacht, die Fragezeichen abklappern. Das war jetzt auch nicht so wild, ne? Das war ja ein bisschen warm gewesen, ne? Man hätte durchaus früher schon mal ein paar mehr Fragezeichen. Man hätte wirklich jedes Mal, wenn man Aufnahme hat, jedes Mal, wenn man reingeht ins Spiel, mindestens 3, 4, 5 Fragezeichen mitnehmen sollen. Ne? Dann hätte man jetzt, würde es jetzt anders aussehen, aber es sind einfach noch viel zu viele Fragezeichen. Und ich glaube, da ist einfach die Luft hin raus auch. Warte bis abends Kleinrotsbande angreift. Also das machen wir so, das machen wir jetzt halt noch. Ne? Wir können auch diese Schatzsuche noch machen mit Level 13. Aber, ja. Ich denke, mein Tod wird auch nicht mehr dazukommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn denn vielleicht ein blöder Tod. Einmal bin ich bis jetzt gestorben. Aber ich würde gerne wissen, wie oft ich allgemein gestorben bin. Das wäre geil zu wissen. Findest du eine Statistik? Feldfläche, Moped, Optionen sollte es irgendwie in jedem Spiel geben, finde ich. Um Gottes Willen. Oh, guck mal, eine Kuh. Vanita, WB. Oh, was hast du denn abgeholt, Vanita, für ein Paket, wenn man fragen darf? Was gab's denn Schönes? Warum hast du in deiner Wunschliste Babyrasse? Weil mein Sohn 7 Jahre ist, aber auf dem Stand von 7 Monaten. Er ist quasi noch ein Baby. Darum. Aber ist eine berechtigte Frage, ja. Wenn man fragt, wie alt ist dein Sohn, ich sage 7. Aber auf der Wunschliste sind Rasseln. Dann ist das auf jeden Fall eine berechtigte Frage, Gunnar. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Wie immer deine Pläne aussehen, du musst sie ändern. Ich lasse nicht zu, dass du diesen Leuten was antust. Ich bin nicht hier, um jemandem was anzutun. Ach, das sind nicht deine. Außer diesem Halunken Bertrand. Na, Gunnar, alles gut. Ich bin da sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich relativ offen, was das angeht. Der Beute natürlich. Alles gut. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Mit der Community hier, Gunnar, die hier so immer drin sind, die haben es mir ja auch mehr oder weniger ermöglicht, also einen Bus zu kaufen, einen schwerbehinderten Bus, ne, wenn mein Sohn im Rollstuhl sitzt. Da wurde ein Spendenaufruf vor einigen Jahren gemacht und da kam halt ein bisschen was zusammen. Und dann habe ich ja dann irgendwann mit Twitch angefangen und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, alle Einnahmen von Twitch, wenn die Fixkosten bezahlt sind fürs Gewerbe, zur Seite zu packen und auch für den Bus zu nutzen. Und jetzt konnte ich mir dann tatsächlich vor 6 Wochen, nach 3 Jahren, endlich den Bus kaufen. Und überwiegend habe ich das allen Leuten hier auf Twitch zu verdanken. Auch wenn es Leute sind, die nur gucken und auch keine Bits oder sowas gegeben haben oder, ne? Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Megaprojekt gewesen. Ja, das war schon ein geiles Gefühl. Ich kann ihn sogar sehen von hier aus. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Ui, ey, nicht wieder anfangen hier mit Pennen. Das war's. Ja, sind aber viele hier.
verfluchter Bastard! Ja. Bringen wir es zu Ende. Mach schon, verdammt nochmal! Jetzt! Er soll einen hier irgendwie wegkriegen. Schlachte die Missgeburt ab! Jawohl, genau so. Die Musik passt so gut gerade hier. Vanita, danke schön für deine 30 Biddies. Vielen, vielen Dank. Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke. Ach, nur dafür, oder? Dass sie oder was? Verdient. So, Dalle. Dann zeige mal her. Quest. Das ist Gwind. Nein, nein, nein. Hohe Einsätze ist auch Gwind. Das. Keine Ahnung, was damit ist. Geht auf jeden Fall nicht. Das ist auch Gwind. Kann ich auch nicht. Sprich mit dem Zeremoniemeister, um das Rennen zu beginnen. Das können wir auch nochmal angucken. Hexe sind ja auch Mutanten, genau. Und was machen die Vaneta mit dem was machen die mit einem Rechen? Ah ne, das sind ja nicht die. Das sind ja die Mythgards. Die mit ihrem Rechen ewig. Ferkel die. Ach hier. Oha, das sieht voll schön aus. Also wirklich jetzt. Das sieht richtig schön aus hier. Hübsch, hübsch, hübsch. Moin. Gute Gesundheit. Achso, du bist das gar nicht. Auch mal eine rauchen. Noch ein Rennen? Nimmst du teil? Ich will noch einmal teilnehmen. Habe ich da schon mal teilgenommen? Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Caniculus? Der Burggraf reitet in Kopf. Wenn das Wiesechen gehört hätte. Um Diskretion bitten. Erstmal essen. Oh, was gibt's denn heute zu essen, Van? Teilnehmer in den Sattel. Auf Teklu sind Hexer dafür da, dir für 8000 Euro Kurse zu verkaufen, die sie dann auf 800 reduzieren, auf Deutsch zum Scammen. Das, achso, die hexen dir dann quasi das Geld aus der Tasche. Ja. Ah. 3, 1, 2, 3, noch ein und los. Zieh weiter. Kurz abbremsen. Kurz Handbremse, erstmal driften. Mein Opa ist krank. Ja, wo kommt denn der Junge her? Stein die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Oh, ich glaube, ich habe mit der Ausdauer ein bisschen zu viel gespielt. Das Gute ist, die Ausdauer geht ja relativ schnell wieder hoch, wenn du kurz mal und so, ne? Könnte knapp werden. Herhören, herhören.
Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger... So nämlich. Brotchips mit Frühlingsquark. Och, das hört sich aber nicht schlecht an. Leute, am Start schon abgezogen. Wie viel Oktan tankt der Gaul? Ah, das geht eigentlich. Ist ein E-Gaul. Hab dafür morgen schon was rausgesucht. Für von Hexern auf TikTok, ja. Warte mal, habe ich jetzt nicht gewonnen, oder? Gefangen und als Nebenattrakt. Noch ein Rennen? Nimmst du teil? Die Rennen. Erzähl mir mehr darüber. Sie waren der letzte Wunsch von Erasmus Wegelboot. Er hat sein Vermögen beim Spielen gemacht und war stolz darauf bis zum Schluss. Und die Familie hat nichts gegen eine Rennstrecke direkt an ihrem Haus? Das Haus war Erasmus Vermögen. Die Familie hätte es gar nicht geerbt, wenn sie sich dieser Bedingung nicht unterworfen hätte. Gelten bei diesen Rennen irgendwelche besonderen Regeln? Nein, alles ist so schlicht wie Herr Erasmus selbst. Zwei Reiter starten zugleich und wer die Strecke als erster zurücklegt, hat gewonnen. Hä, ja, habe ich doch gemacht. Muss mal wieder sein. Auch sowas muss mal sein. Ne? Auch mal sowas bringen. Hey, das verstehe ich jetzt aber gar nicht, ne? Schatzsuche. Hey, das will mir jetzt aber nicht in den Sinn. Also, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht muss ich das Rennen absichtlich verlieren. Kann ja auch sein. Das geht die gar nichts an. So, einmal dort müssen wir hin. Ich habe kein Eik mehr für Irish Coffee. Hm. Mein Bruder hat meine, also mein Bruder trinkt ab und zu mal Irish Coffee, gerade so eine Eistee, der hat mal 3 Stück getrunken. Da hat er sich das aber auch schon ganz gut gefühlt, ne? Vorhin schön warm auch noch, ne? Also E-Gaul, also steuerfrei, ohne Ausstoß. Dann platzt er doch, wenn der nicht kackt. Ja, kacken muss er schon ab und zu mal. Aber Steuern bleiben Gott sei Dank weg. Pferd hat einen Schwerbehindertenausweis. Muss keine Steuern zahlen. Diese Katzen sind so geil von denen. Hast du etwas Schiss? Wer ist da? Schneller! Ha ha ha! Ups! Boah, Asche. Kommen wir hier cool runter oder? Sei kein Penner, fahr immer einen Verbrenner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne schon mal mit dem E-Auto fahren. Ne? Nur mal zum gucken, wie es ist. Ne? Das würde ich schon mal ganz gerne machen. Ja, doch. Einfach mal gucken, wie es so ist. Irgendwelche letzten Worte? Du bist tot. Wollen wir wetten? Und tschüss. Und zack. Ui, oh, guck mal, er ist noch abgesprungen.
Gegenüber zu einfach Renner haben die ja unheimlich so viel drin, Moment, aber dafür Reichweite nach ziemlich low. Ja, mein Vater auch vorhin gesagt, wenn du dich da reinsetzt, der zieht so krass ab, wenn du dich da reinsetzt. Fahren würde ich das schon mal ganz gerne mit. Einfach mal gucken, wie es so ist. Das ist dieses kleine X da auf der Cat. Wo ist ein X? Oh, warte. Meeresgrund, ne? Meeresboden, ja. Da unten haben wir es schon. Da unten. Ihr Auto fährt sich deutlich geiler als ein Verbrenner und Reichweite ist vollkommen ausreichend. Außer man ist der typische Deutsche, der jeden Tag 2000 Kilometer zur Arbeit und 1000 Kilometer zum Einkaufen fährt. Geiles Schwert haben wir da ja, aber das braucht alles gar nicht mehr ausrüsten, ne? Guck mal jetzt. Was macht denn der hier jedes Mal? Aber jetzt, ne, wo wir durch sind, ne, kommt hier eine Rüstung mit plus 23 nochmal und ein schönes Schwert. Quest. Wir haben nur noch Nebenquests und das ist nur noch Gwind. Eigentlich, wo liegt der Unterschied beim Fahrverhalten? Vielleicht kann er mir teilen, was zu sagen? Ja, was soll ich sagen jetzt, ne? Es gibt nirgendwo mehr eine Quest auf der Map. Ah doch, hier gibt es noch Anschlagsbretter, ne? Da würde es noch Einschlagsbretter geben. Kommen wir da. Moment. Also deswegen würde ich jetzt nicht nochmal reingehen, ne? Aber den kann ich da nochmal ruhig ein, zwei mitnehmen. Gehen wir hier hoch. Hatte ich nicht vorhin überall geguckt? Hallo Lisa! Juhu! Ja, es sind noch viele, viele Fragezeichen, ne? Aber die Fragezeichen sind ja meistens dann Banditenlager oder Nester, ne? Wir hatten das auf, hier, wo war denn der? Nee, Keramor nicht, natürlich nicht. Wo war denn der? War das der? Nee. Nein, nein. Wo war das? Ja. Hier war das. Hier waren ja auch viele Fragezeichen. Die haben wir ja schon mal alle weggenommen. Und man sieht ja hier, ne, das sind alles immer bewachte Schätze, Banditenlager, bewachter Schatz, Banditenlager, Monsternest, Monsternest, Banditen, Schatz, Schatz. Ort der Macht, wo du dir halt Macht holen kannst nochmal, ne? Das ist meistens immer so das Gleiche. Also eigentlich nie Quests drunter, ne? Ja. Nicht so lohnenswert, ne? Wir hatten das hier wirklich eine ganze Aufnahme lang gemacht. Fast 3 Stunden. Und das war schon relativ langweilig gewesen, ja. Das sind halt so Sachen, die man mal nebenbei mitnehmen sollte, ne? Und nicht zum Ende, ne? Das ist halt echt. Also, falls das einer spielen sollte von euch, macht es nebenbei immer mal wieder mit. Habe ich auch gemacht, aber dann doch letztendlich zu selten. Wollte nur sagen, dass ich noch lebe. Das hört sich sehr gut an, Lisa. Das hört sich hervor. Da bin ich, Puh, Gott sei Dank. Ich hoffe, dir geht es soweit auch gut.
Ihr Auto ist deutlich schneller da. Kaum Beschleunigungszeit. Lassen sich meist auch smoother fahren vom generellen Feeling her. Ja, wie gesagt, gerne. Also fahren würde ich schon gerne mal. Einfach nur mal, um zu gucken, wie es so ist. Ja, und wenn ich hier auf diese Map gehe, ne, klar, man hat hier sehr viele Fragezeichen noch. Sehr viele Fragezeichen. Sehr, sehr viele noch. Sehr viele. Und das sind alles Schatzsuchen oder versteckt für versunkene Schätze. Und boah, und die alle im Wasser. Ich glaube, das wäre halt auch nichts für YouTube, weiß ich nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man dann halt irgendwann sieht, okay, der holt sich einfach nur noch diese ganzen scheiß Fragezeichen, ne? Wir gehen zum Anschlagsbrett. Wir holen diese drei Anschlagsbretter. Und dann machen wir nochmal eine Quest. Machen wir dann nochmal so eine Abschlussquest. Weil ja, das hat man ja auch gerade gesehen. Die Quests, die ich gerade gemacht habe, die waren ja auch... Oh, zu weit gegangen. Sorry, hab mich verlaufen. Bin schon weg. Die Quests, die wir gerade gemacht haben, die waren ja auch nichts. Die waren ja auch stinkend lang. Och, hör doch auf, Kinas. Mensch. Hey, kann ich nicht reisen, wenn die mich angreifen? Wahrscheinlich nicht. Das sind Menschen mit Flügel, ja. Wenn ich mir in den nächsten 2 Jahren ein E-Auto zulege, dann ist die drin EC3. Das kenne ich, wüsste ich jetzt nicht, für welches das ist. Da haben wir Anschlagsbrett. Ja, hier haben wir auch keinen Punkt, ne? Gehen wir da hin. Oh, man kann es auf jeden Fall mal versuchen zu essen. Ich bin dafür alles offen. Plötze, komm ran hier. Letzte Runde, Junge. Hey, dann geht's bald rein in Metallen sein Spiel, was er sich gewünscht hat. Gilde 3. Da bin ich ein bisschen gespannt. Oh, muss ich um den Berg rum, ey. Oh, nö. Was ist das für ein Krach hier? Oh, der will spielen. Ist doch gut, mein Kleiner. Ah, jetzt bin ich überladen. Super. Ja, eigentlich ist es egal, was ich rausschmeiße, ne? Hätte auch gerne mal, dass mir einer das Gaming bezahlt. Harry stehen unter Naturschutz und sind nach zwei kurzen Vögel. Also nicht essen, nur flauschen. Weiter so, Plätze. Mieter hat gesprochen. So, gehen wir hier rum. Also, wo willst du hin? Ja, das eigentlich nicht.
Das habe ich. Oh, zack, erst eine Ziege umgerannt. Sehr gut. Halt. Sagt ihr, Jungs, wohin segelt ihr diesmal? Gerald, sieh was an. Darf ich dein Schwert halten? Nein, das darf gar keiner anfassen. Der muss ich dich leider töten. Auch wieder keinen, ne? Wo ist der zweite? Da. Pfoten. Achso. Oh, Mensch. Denke mal, ich bin hier noch bei... Wir lassen es dabei. Oder ich würde sagen, wir lassen es dabei. Da wird nichts Großes mehr rumkommen und das ist doch einfach nur noch ein Ausgezögerer hier. Hab schon Fasan platt gemacht. Ist mir direkt hinten links in den Radkasten geflogen. Stehen auch unter Naturschutz. Sehe aber nicht ein, für die Dummheit der Viecher noch zu bezahlen. Also du hast sie beim Fahren platt gemacht? Oder nachdem er dir da reingelaufen ist nochmal? Ja. Wir lieben bei YouTube. Was soll ich sagen? Das komische Spiel so nach so langer Zeit zu beenden. Hm. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Hallo Patty. Da sind zwei lachende Augen. Grüß dich Patty, na Bend. Ein lachendes, ein weinendes Auge, dass es vorbei ist, dass die Story erzählt ist und das, was noch zu machen ist, das wäre halt einfach nur... Ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nochmal auch hier zum zweiten Mal heute. Danke an Eggy für dieses Spiel, dass ich mir dieses Spiel kaufen durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich kann mich noch daran erinnern. Die ersten Aufnahmen. Das war komisch. Ich kann da gleich mal ganz kurz reingucken mit Twitch zusammen in der ersten Folge. Über YouTube könntest du es sicher selber angucken. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir Spaß macht, nicht so viel Spaß macht, gerade weil ich dadurch halt auch nochmal ein anderes RPG gespielt habe. Ich hatte ja dann auch Silver gespielt gehabt. Und hätte ich nicht gedacht, dass mir das doch so viel Spaß macht. Und mal schauen, was noch so kommt, ne? Robin Hood, ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber macht auch Spaß, ne? Einige Stunden verbracht hier, fast 300 Folgen in YouTube zusammengekommen. Oder nee, ich glaube nicht ganz. Also, ja, warte mal, ich gucke mal gerade ganz kurz selber. Ob ich da nochmal irgendwann reingehe, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann das DLC, aber jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe. Ein halbes Jahr Pause, auch wenn es Spaß gemacht hat. Pause werden ist nicht schlecht. Okay, warte mal, es müssten so um die 265 Folgen sein. Schön, Richard hier bei dir zu sehen. Ja, Patty. Das letzte Mal tatsächlich vorerst. Ja, wo kann man das denn sehen, wenn, wie oft man gestorben ist? Wo kann man das denn sehen? Du hast es nie gespielt, obwohl du alles davon hast. Ja. Story ist natürlich mega, ne? Es gibt halt so viele Nebenstories. Es gibt diese Hexeraufträge, Schatzsuche, die Hauptquest. Ah, das ist sehr umfangreich auf jeden Fall. Und wie gesagt, vielleicht gibt es nochmal irgendwann das DLC. Ne? Teil 4 wird irgendwann rauskommen, aber es wird noch einige Zeit dauern. Einige Jahre, sage ich einfach mal. Und vielleicht gehen wir irgendwann im halben Jahr oder so, wenn ich mal irgendwann nichts zu spielen haben sollte, aber dafür werden schon die Zuschauer bei Twitch sorgen, gehen wir mal rein und gucken uns das DLC einfach an. Ja, schauen wir einfach mal, gucken wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen bei YouTube, der
das Let's Play hier verfolgt hat mit über 260 Folgen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Auch an jeden Einzelnen, der es vielleicht noch viel, viel später schaut. Und kauft euch das Spiel, wenn ihr Bock drauf habt. Kauft euch das Spiel legal, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir schauen einfach mal, was für euch auf YouTube denn morgen kommt. Statt Witcher um 19 Uhr. 19 Uhr Witcher, immer die Zeit gewesen. Gut, eine Zeit lang war mal eine Pause gewesen. Wir hatten mal eine kleine Pause gehabt. Da kam Silver um 19 Uhr, dann aber wieder Witcher. Jetzt ist Witcher einfach raus um 19 Uhr. Mal schauen, was kommt. Ihr seht's morgen. Ich freue mich aufs neue Spiel. Ich wünsche euch was bei YouTube. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Tschüss.